Das war super. Grüß euch. Ja, das ist Service bei Übertage, ne? Direkt, wenn der Stream startet, auch die verdeckte Linse in der Webcam abzumachen. Genau. Herzlich willkommen zum Überblick. Schön, dass ihr am Start seid. Und in dem Sinne würde ich sagen, kommt schon nicht lange drum herum. Starten wir rein. Starten wir durch. Wieder viel passiert. Irgendwas ist anders. Was ist anders? Sag mal. Sag mir, Income. Nicht, dass irgendwas komisch ist. Ich habe tatsächlich auch irgendwie beim Draufgucken so ein bisschen... Aber das ist auch mit dem neuen Bildschirm, ne? Da sieht das Bild auch ein bisschen anders aus. Es ist, glaube ich, hell einfach von draußen. Aber wenn irgendwas crazy ist, was wir ändern sollten, dann sag's noch schnell. Aber ich glaube... Neue Kamera. Ja, ich glaube tatsächlich, dass... Kommt wirklich davon, ja, wir haben jetzt weiß das Licht ich, was, noch nicht jetzt weiß an, ich, was los ist. Aber okay. Es ist tatsächlich noch recht hell vom Tag. Sieht jetzt wieder natürlicher aus. So. Jetzt seht ihr uns auch besser und dann starten wir rein. Und zwar beginnen wir mit der Mongolei. Lass mal erstmal das Video laufen, was da passiert ist. Da war der Putin zu Gast. Trotz eines internationalen Haftbefehls gegen Wladimir Putin hat die Mongolei den russischen Präsidenten zu einem Besuch empfangen und nicht festgenommen. Das löste internationale Kritik aus. Erstmals befindet sich Putin damit in einem Land, das verpflichtet wäre, ihn nach dem Erlass eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs festzunehmen. Wie geil sehen nebenbei eigentlich hier diese Zinssoldaten aus? Ist ja mega cool, oder? Generell dieser ganze Stil halt. Das ist wirklich schick. Putin war am Montag zu Gesprächen in die Mongolei gereist. Dabei soll es auch um eine neue Gaspipeline von Russland durch die Mongolei nach China gehen. Die Ukraine kündigte Konsequenzen gegen die Mongolei an. Da das Land Putin nicht festgesetzt habe, sei die Mongolei mitverantwortlich für Putins Kriegsverbrechen, teilte das ukrainische Außenministerium am Montag mit. Das mongolische Versäumnis sei ein schwerer Schlag gegen das internationale Strafrechtssystem. Die Ukraine werde gemeinsam mit ihren Verbündeten sicherstellen, dass das Land Konsequenzen zu spüren bekomme. Auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte das Verhalten der Mongolei. Die Reise ohne Festnahme werde den russischen Präsidenten in seinem Kurs bestärken, die Entscheidungen des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag zu unterlaufen. Das Gericht in Den Haag hatte im März 2023 Haftbefehl gegen Putin erlassen und ihn beschuldigt, für die Deportation ukrainischer Kinder und eine erzwungene Überführung von Ukrainern in die Russische Föderation verantwortlich zu sein. Der Kreml hatte den Vorwurf als politisch motiviert bezeichnet. Ja, auch mit allen Ehren offensichtlich empfangen. Ja. Das war ja jetzt nicht irgendein Hintertürtreffen oder sowas, sondern ein ganz offizieller Staatsbesuch. Ja. Mit, wie du schon angesprochen hast, sehr schönem Zeremoniell durch die Soldaten. Mhm. Ja, also da muss man sich, glaube ich, auch ehrlich gesagt nicht wundern, wenn man sich die Mongolei so als Staat anschaut. Die ganze Außenpolitik dieses Landes basiert ja eigentlich auf einem Balanceakt zwischen den beiden großen Nachbarn China und Russland. Genau, Bold Enekis, das ist eben auch die Sache. Dieses Land ist halt einfach massiv abhängig von diesen beiden Nachbarn. Ja. Man sich das
mal anschaut, mongolische Wirtschaft basiert beispielsweise auch darauf, dass eben ein Großteil der Exporte nach China gehen und dann ein großer Teil der Importe natürlich auch aus China kommen, aber eben auch fast gleich stark aus Russland. Und Russland ist eben unfassbar wichtig für die Mongolei, gerade durch den Export von Erdölprodukten. Und das Ganze existiert natürlich jetzt gerade auch in dem Kontext von den Verhandlungen um die Power of Siberia 2 Pipeline. Heißt die, glaube ich, eine Erdgaspipeline, die nach China führen soll. Und die soll eben als alternative Route möglicherweise auch durch die Mongolei verlaufen. Und das wird natürlich die Integration noch weiter stärken mit Russland. Ist das eigentlich die Schrift von Putin? Das ist extrem krakelig, wenn das die Schrift von Putin sein sollte. Ja, ich meine, was ist das hier für eine Null? Das sieht ja aus, als hätte ich das geschrieben. Vielleicht lernt man kyrillische Schreibschrift anders als unsere lateinische und es ist das Maß der Schönheit dort. Ja, Bold Anarchist, ich meine, die Argumentation, dass Putins Kriegsverbrechen ermöglichen würde, kann man natürlich so gesehen immer machen. Und deswegen will ich nicht sagen, dass es jetzt komplett absurd ist, wenn man einen Staat bei sich hofiert, dass es natürlich auch das Verhalten, was international geächtet wird, dann ja nicht ermöglicht, aber zumindest als nicht strafwürdig brandmarkt. Das Argument kann man ja schon machen. Mhm. Aber da hast du natürlich recht, dass die USA die Gerichtssprüche vom Internationalen Gerichtshof nur insofern anerkennt, wie es in den eigenen Kram passt. Also sie haben sich ja jetzt auch nicht in dem Sinne dagegen verwehrt, wenn es beispielsweise gegen Russland oder gegen die Republika Srpska oder ähnliches ging. Ja. Ich kann halt ehrlich gesagt zu der Mongolei sehr wenig sagen. Ich fand es halt einfach total faszinierend, dieses ganze Ensemble, was sie da aufbereitet haben und auch diesen sehr starken Bezug auf dieses alte mongolische Reich, dieser mega schöne Teppich da im Hintergrund und so. Ja, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich mein Hauptbeitrag dazu. Das hat mich einfach fasziniert. Das ist in der Tat faszinierend, also ist auch absolut ein spannendes Land zum sich einlesen. Ist eines der am spärlich besiedelsten der Welt. Und ja, ich glaube, das Ganze wurde ja jetzt sehr viel in der westlichen Presse auch rezipiert, dass man eben darüber geredet hat. Was war ja jetzt der erste Besuch in einem Land, das eigentlich nach diesem Internationalen Strafgerichtshof hätte handeln müssen. Mhm. Putin war trotzdem da. War es natürlich ein großer Skandal, weil man jetzt wieder einmal festgestellt hat, wie beispielsweise auch schon zu Abstimmungen der Verurteilung von russischen Kriegsverbrechen oder generell Verurteilung des Angriffskriegs in der Ukraine, dass man dann gemerkt hat, viele Länder, die interessieren sich jetzt gar nicht so sehr. Oder auch, dass es diverse Länder gab, die weiterhin intensiv Handel mit Russland geführt haben und auch weiterhin ein Markt für eben deren Rohstoffexporte waren. Das ist jetzt eben so ein weiterer Schlag natürlich dafür, dass es jetzt ein weiteres Land gibt, was nicht nach dem westlichen Wunschmuster handelt im Umgang mit Russland. Dementsprechend muss das natürlich dann auch skandalisiert werden. Und das wird jetzt eben vor allem an diesem Punkt gemacht, Deportation ukrainischer Kinder nach Russland. Was auch schon interessant, also es ist ja wirklich nicht verwunderlich, also dass jetzt nicht alle Staaten halt das gleiche Narrativ halt haben, wie das, was wir jetzt hier in den Medien zu hören bekommen, was diesen Krieg angeht und was die Beurteilung dessen angeht und was das Verhalten zu Russland angeht. Die tun halt immer so schockiert halt, als müsste halt jedes andere Land dann halt genauso funktionieren, auch wenn das halt komplett abhängig von Russland oder zu relevanten Teilen von Russland wirtschaftlich abhängig ist.
Also ich will gar nicht wissen, was in der Mongolei passiert, wenn die jetzt sagen, ja, scheiß auf euch. Das wäre, glaube ich, schon ein sehr, sehr harter Schritt. Ja, also man muss auch dazu sagen, dieses Land hat jetzt infrastrukturell auch nicht so einfach die Möglichkeit, eben an beispielsweise dann Erdölprodukten aus anderen Ländern zu kommen, weil es eben ein Binnenstaat ist. Mhm. Also Schifffahrt technisch läuft dann nicht sonderlich viel. Mhm. Und das erschwert natürlich dann auch die Suche nach Alternativen, wie wenn man jetzt irgendein anderes Land nehmen würde, was einen guten Seezugang hat. Und das muss man natürlich auch dann da reinrechnen, dass es nicht so einfach für so ein Land ist, dann zu sagen, ja, dann kommt der Putin jetzt vorbei und dann nehmen wir den mal fest. Ja. Also abgesehen davon, dass er natürlich nicht dahin reisen würde, wenn er wüsste, dass die mongolischen Sicherheitskräfte ihn dann vor Ort festsetzen. Wobei ich sagen muss, dass ich den Gedanken halt sehr charmant fand und halt extrem lustig, dass halt Putin in der Mongolei in so einem mongolischen Knast dann halt irgendwie eingesperrt wird. Also ist ja klar, dass das niemals passieren würde, aber einfach nur der Gedanke an sich war sehr unterhaltsam. Ja, definitiv. Dann könnte man auf jeden Fall auch sagen, dann wäre jetzt nochmal in der Mongolei, glaube ich, große Geschichte gemacht worden. Ja, ja. Ja, aber so kriegen sie vielleicht ihre Pipeline. Gut, ich würde sagen, wir schauen mal weiter. Und zwar gucken wir nach Serbien. Dort hat es große Proteste gegeben gegen Lithiumabbau. Schauen wir mal rein. Tausende Menschen gehen in der serbischen Hauptstadt Belgrad gegen den Abbau von Lithium in einer umstrittenen Mine auf die Straße. In der Nähe der westlichen Stadt Loznica soll das anglo-australische Bergbauunternehmen Rio Tinto ein großes Lithiumvorkommen ausbeuten. Das Vorhaben hat in den vergangenen Jahren immer wieder für politische Auseinandersetzungen gesorgt. Wenn wir nicht Flagge zeigen, dann werden unsere Kinder sterben oder das Land verlassen. Denn dies sind die letzten Tage, an denen wir für unsere Zukunft kämpfen. Sprichwörtlich für eine echte Zukunft in einer sauberen und gesunden Umwelt. Oder wir werden eine Bergbaukolonie. Ich bin hier, damit ich mich vor meinen Kindern nicht schämen muss und um sagen zu können, dass ich alles für das Wohlergehen meiner Kinder und von uns allen getan habe. Das Bergbauprojekt war 2022 nach wochenlangen Protesten gestoppt worden. Nach einem Gerichtsurteil gab die Regierung in Belgrad kürzlich grünes Licht für den Lithiumabbau in Loznica. Sie kam damit auch den Wünschen aus der EU und insbesondere aus Deutschland nach. Lithium wird für die Herstellung von Batterien benötigt und gewinnt im Zuge der Energiewende immer mehr an Bedeutung. Bislang ist Europa weitgehend von Importen aus China abhängig. Genau, Sadi. Ja, das waren auf jeden Fall jetzt wieder einmal recht große Proteste und das reiht sich ja auch in so einer Reihe von Umweltschutzprotesten, Protesten gegen die Regierung so der letzten Zeit, aber auch eigentlich der letzten Jahre ein, weil dieses, ich weiß gar nicht, ob es jetzt gesagt wurde, ich habe es jetzt nicht gehört, aber dieses ganze Projekt mit dem Lithiumabbau, das gibt es ja schon recht lange, ich glaube seit über 10 Jahren oder so wird darüber diskutiert und jetzt wurde es nochmal ziemlich stark konkretisiert. Eben verstärkt natürlich mit dem Boom, den es rund um Elektroautos gibt, soll ja auch in diversen europäischen Ländern, allen voran natürlich in Deutschland, eine konkurrenzfähige Elektroautoproduktion angeregt werden. Elektrifizierung des Verkehrs ist sowieso ein großes Thema und gleichzeitig will man sich natürlich in der jetzt angespannten Lage von China eben unabhängiger machen. Und da kommt jetzt der Lithiumabbau in Serbien total gelegen. Das, haben wir aber gesehen, ruft natürlich auch recht viel Opposition hervor, weil Serbien ist jetzt nicht gerade bekannt bei ihren Rohstoffförderprojekten, sonderlich stark auf Umweltstandards zu achten.
Ja, und deswegen gibt es ja auch Sinn, dass es gerade jetzt da stattfindet, weil wenn du weniger auf Umweltstandards achten musst, dann kannst du letztendlich das Ganze auch zu preislich günstigeren Konditionen halt herstellen, also für die Kapitalisten preislich natürlich und unter dann halt den entsprechenden Folgen für die Umwelt und für die Menschen, aber deswegen macht es ja Sinn und ich finde auch generell, dass es jetzt halt so ein logischer Prozess ist, wenn man sich halt unabhängiger macht von, oder probiert unabhängiger zu machen von jetzt halt in dem Fall eben Lithiumabbau aus anderen Regionen der Welt, wo diese, wie jetzt halt ne, China oder so, wo das ja auch unter enorm widrigen Bedingungen dann halt geborgen wird und so, dann macht man das ja in der Regel halt genau in den Ländern, die jetzt halt auch in der eigenen Region halt eher nicht so gut dastehen, wo die Löhne günstig sind, die Umweltstandards eben, was wir schon gesagt haben und ja, wo man sich dann halt auch einfach vielleicht erhofft, dass man das mit den Menschen noch machen kann. Aber offensichtlich haben sie sich da ins eigene Fleisch geschnitten mit ihren Vorhaben und ja, die Menschen sind alles andere als begeistert davon und wehren sich auch. Ja, und da kann man auch sagen, da kommt jetzt wirklich sehr viel in dieser Opposition zusammen. Das ist auch recht interessant, sich das anzuschauen, weil die Proteste sind natürlich recht weit von eben serbischer Zivilgesellschaft, die einfach anti-aktuelle Regierung sind. Aber es finden sich super viele aus der Umweltschutzszene von Serbien und es finden sich auch Teile von gewerkschaftlichen Organisierungen, aber auch politisch hast du das gesamte Spektrum von eher pro-europäischen linksliberalen Leuten hin zu verschwörungsideologischen Kreisen, die auch so ja, Theorien darum verbreitet haben, dass dann, wenn Lithium abgebaut wird, Babys mit mehreren Köpfen geboren werden und solche Sachen. Scheiße. Und auch ein guter Teil der radikalen Rechten von Serbien, die an den Protesten jetzt mit teilnehmen. Sowohl ultramonarchistische, erzkonservative orthodoxe Kräfte bis hin zu Nazis. Das war eigentlich alles mit dabei. Und die machen das natürlich aus sehr unterschiedlichen Perspektiven und da macht es eigentlich auch Sinn, weil die eher umweltschutz- und proeuropäisch orientierten Kräfte, die sagen natürlich, das geht eigentlich nicht, wenn wir hier sowas in unserem Land betreiben wollen, dann wollen wir, dass es auch wirklich so ein Fortschrittsprojekt ist, wie ihr uns das immer sagt. Und es soll eben nach EU-Umweltstandards ablaufen, wo tatsächlich Scholz jetzt auch eingelenkt hat, weil Deutschland ist eben einer der großen Treiber dieses Lithiumabbauprojektes, weil Deutschland auch stark dann eben in der Kritik stand, weil von den Oppositionskräften auch gesagt wurde, ey, in Deutschland habt ihr dreimal so viel Lithium wie wir hier und ihr baut es aber nicht ab, macht das lieber bei euch und zerstört uns hier nicht das Land, weil das ja auch noch in einer stark landwirtschaftlich genutzten Region ist. Deswegen haben die Bauern sich auch eingeschaltet. Und von den eher rechtsradikalen Kräften gibt es dann stärker die Kritik, dass Serbien jetzt an so einen multinationalen Konzern Rio Tinto, das ist glaube ich ein, ich meine australisch-britisch geführter Konzern, eben benannt nach so einer Mine, die mal in Spanien betrieben haben. Und da wird dann eben gesagt, das ist jetzt ein Ausverkauf der heiligen serbischen Heimat an den Großkonzern. Ja, und da gibt es natürlich diverse Leute, die auch kritisieren, wie du es schon gesagt hast, dass es auch zu einer ja, fiesen Ausbeutung der lokalen Arbeitskraft unter schlechten Umweltbedingungen kommen wird. Die Regierung bislang hält weiterhin daran fest, weil für sie ist das natürlich auch recht interessant. Das ist ein recht umfangreiches Förderprojekt eben sein kann und sie gleichzeitig weiterhin auch ihre Außenhandelsbeziehungen und generell auch Beziehungen zu anderen Staaten diversifizieren können. Mhm. Weil Serbien ist ja die ganze Zeit jetzt schon so ein bisschen in so einer interessanten Stellung eben zwischen China. Es gibt ja sehr viel chinesische Beteiligung durch Großkonzerne in Serbien selber. Russland hat natürlich weiterhin auch einen Einfluss auf das Land, aber es ist auch immer in so einer sehr wackeligen Stellung als EU, als möglicher EU-Beitrittskandidat. Und dadurch wäre natürlich so eine Diversifikation dann auch möglich, dass man nicht zu sehr abhängig von China und Russland wird, sich nicht zu klar positioniert und im besten Fall könnte man dann als Serbien natürlich auch in so eine Position vielleicht wie Ungarn oder so reinkommen, ne? Ja. In der EU selber.
Aber generell ist es auch, ja, das denke ich schon, ein offenes Potenzial von so einem richtigen Volksaufstand zu werden, wenn man sich das anguckt, wenn so breite Teile von der politischen Landkarte sich halt daran beteiligen, an diesen Protesten, die das jetzt wirklich weiter forcieren sollten. Das deutet ja immer darauf hin, wenn die Proteste so groß sind und halt das so breit geführt wird, von, also einfach spektrumübergreifend durch die gesamte Gesellschaft, dann ist es immer ein großes Potenzial, dass es auch ja, dann die gesamte Gesellschaft dann auch erfassen kann. Ja, absolut. Also man muss ja auch dazu sagen, jetzt ist mir der Name wieder entfallen. Ich bin nicht so gut mit Namen von Politikern. Das kann man verstehen. Gut merken. Ich glaube, Präsident Vucic ist das in Serbien. Der ist ja auch schon recht lange in der Kritik. Also ihm wird ja auch vorgeworfen, dass er vergleichsweise autokratisch regiert und es immer wieder auch zu Korruptionsfällen kommt, zu auch Repressionen gegen die Opposition. Und Serbien ist ja auch ein Land, was in der Vergangenheit schon, sagen wir mal, recht umfangreiche und regierungsstürzende Proteste gesehen hat. Möglich ist es definitiv, dass daraus eine größere Volksbewegung kommen wird, weil zumindest scheint es jetzt so, dass jetzt auch mit den Protesten in Belgrad, vorher waren die ja primär auch auf diese Region fokussiert, dass sich da wirklich so eine größere Volksbewegung rausentwickeln könnte. Aber es kann auch sein, dass die Proteste beruhigt werden durch ein Einlenken eben jetzt von außen, dass die EU auch selber sagt, haben jetzt ein bisschen den Finger da drauf und gucken, dass das hier auch alles ordentlich nach unseren Standards gemacht wird. Ja, Bobo, du schreibst ja, warum man sich da jetzt als Umweltverband dran beteiligt, weil ja jetzt die Frage ist, ob chinesisches Lithium umweltfreundlicher ist, dass man es dann doch lieber dann sozusagen hier nach eigenen Gesetzen und besseren Regulierungen abbaut. Das ist natürlich dann häufig auch so ein Argument gegen solche Proteste, aber einmal haben wir ja schon betont, das ist ja bewusst jetzt halt dann nicht in Deutschland zum Beispiel, was dann ja auch kritisiert wird eben vor Ort, passiert, wo es halt ja auch bessere Regulierungen gibt, sondern halt dann eben in einem Land von der EU, was halt eben in dem Fall dann noch nicht so weit ist, was halt solche Regulierungen hat und auch noch einen höheren Grad an Korruption etc. pp. Hat, wo dann auch davon auszugehen ist, dass halt dieses Lithium, was da abgebaut wird, auch unter sehr, sehr widrigen Umweltbedingungen stattfindet. Und aber natürlich trotzdem hast du recht, dass wir werden jetzt nicht mehr gar kein Lithium mehr abbauen können oder so. Das ist halt für unterschiedliche Sachen halt einfach notwendig. Aber dann, wieso nicht zum Beispiel in Deutschland halt das halt abbauen unter dann halt diesen Bedingungen? Das ist ja wirklich die Frage. Und das liegt halt einfach daran, was wir schon benannt haben, ne? Ja, das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht aus dem Kopf, wie es um die Lithiumvorkommen in Deutschland steht. Also wie genau die jetzt in Gesteinsschichten oder vielleicht auch sogar in Flüssigkeit eingelagert sind. Wie leicht das jetzt zu fördern wäre, was da für Sachen zu bedenken sind. Natürlich, wie du es auch schon gesagt hast, ganz häufig sind das auch einfach Kostenfragen. Was muss ich ausgeben für Umweltschutzmaßnahmen? Was muss ich für die lokale Arbeitskraft ausgeben? Ist die Infrastruktur da, ja oder nein? Ne? Das sind natürlich die großen Sachen, aber tatsächlich kann es auch unter Umständen dann so sein, dass einfach auch es sich aus vielerlei Hinsicht nicht lohnt, hier das deutsche Lithium dann zu fördern. Ja. Gut, in dem Sinne würde ich aber sagen, gucken wir weiter. Und zwar kommen wir zu unserem dritten internationalen Thema. Und zwar hat es in Israel einen Generalstreik gegeben oder zumindest Beginn von einem Generalstreik, da komme ich gleich zu. Und da gucken wir einmal rein, was da der Gehalt davon ist und was da so passiert ist, Anfang letzter Woche. In Israel hat ein Generalstreik weite Teile des öffentlichen Lebens lahmgelegt. Ziel der größten Gewerkschaft und der Opposition ist es, die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zu einem Abkommen zur Freilassung der verbliebenen Geiseln aus der Gewalt der Hamas zu drängen. In vielen Städten blieben am Montag Behörden geschlossen,
Zahlreiche Bus- und Straßenbahnverbindungen fielen aus oder fuhren nur eingeschränkt. Auch der Betrieb von Israels wichtigstem und größten Flughafen Ben Gurion war beeinträchtigt. Ich fühle, dass ich den Streik unterstütze, weil wirklich alle Menschen in Israel wollen, dass unsere Freunde und Brüder aus dem Gazastreifen zurückkommen und frei sind. Die Arbeiter im Handelshafen von Haifa schlossen sich dem Streik ebenfalls an. Krankenhäuser waren nur teilweise in Betrieb und Banken öffneten nicht. Gestern war vielleicht der schwerste Tag, weil wir von den 6 Geiseln hörten, die nach 11 Monaten Leidenszeit getötet wurden. Wir können nicht abseits stehen und deshalb sind wir auch in den Streik getreten. Auch Arbeitgeberverbände unterstützen diesen und erlauben ihren Mitarbeitern, sich dem Ausstand anzuschließen. Der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich beantragte ein Verbot des Streiks, zu dem Israels größte Gewerkschaft aufgerufen hatte. Das Arbeitsgericht sollte noch am Vormittag darüber beraten. Die Proteste gegen die Regierung Netanyahu hatten sich am Sonntag nochmals verstärkt, nachdem das Militär die Leichen von 6 Geiseln in einem Tunnel im südlichen Gazastreifen gefunden hatte. In Jerusalem und Tel Aviv zogen mindestens 500.000 Menschen auf die Straße, um ein Abkommen mit der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas für eine Geiselbefreiung und eine Waffenruhe zu fordern. Also erstmal einfach abgefahren, wie sich da jetzt die Kämpfe weiter zuspitzen. Ich meine, wir haben ja diese Kämpfe jetzt schon die ganze Zeit halt über gesehen, seit ich weiß gar nicht, wann das genau losging. Natürlich nicht direkt ab dem 7. Oktober, da war das Land erstmal in so einer Schockstarre natürlich auch gefangen. Aber dann relativ schnell danach gab es ja entsprechende Proteste und ich, also auch davor war es ja schon so unfassbar. Ich meine, es war ja sogar ein bisschen beruhigt worden, die Kämpfe auf der Straße, hatten wir dann auch halt im Nachgang darüber gesprochen, weil davor gab es ja eine riesige Bewegung gegen Netanyahu und dass er sich halt immer noch halten kann, finde ich halt so verrückt, weil dieser Burgfrieden, der jetzt halt zuerst am Anfang, dann nach dem 7. Oktober ja gemacht wurde, weil man dann gesagt hat, okay, jetzt sind halt andere Sachen wichtiger, jetzt muss man halt irgendwie national zusammenhalten, der ist ja spätestens jetzt ja völlig gekippt mit diesen Ereignissen. Dennoch muss man auch, finde ich, auch immer dazu sagen, was Mats vielleicht auch andeutet, ansonsten alles Paletti, ich finde das halt auch wirklich, also abgefahren, immer diese Situation, dass wir diese krassen Kämpfe haben in Israel, die nicht verbunden werden, auch mit der Situation der Palästinenser einfach. Also das gibt es halt ganz am Rande, aber es geht halt wirklich um die verbleibenden Geiseln und es geht halt nicht primär um diesen Krieg. So ist halt zumindest der Eindruck, der jetzt halt in der Berichterstattung hier rüberkommt. Es mag auch sein, dass es vielleicht vor Ort anders aussieht und man das hier vielleicht nicht so wahrnimmt, aber das finde ich wirklich ja echt sehr bedenklich, dass da halt die unterschiedlichen Leben, die dort in Gefahr sind und da verloren gehen, so stark dann auch nach eben dieser Staatsbürgerschaft halt gewichtet werden. Na, ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, weil das ist, glaube ich, auch das, was man häufig in Deutschland dann auch falsch verstehen möchte von eher pro-israelischen Kräften, sage ich jetzt mal, dass man das als eine fundamentale Opposition zum Verhalten des israelischen Staates gegenüber den Palästinensern deutet. Weil ich würde auch eher sagen, natürlich sind die Kräfte, die daran teilnehmen, liberaler geprägt als die aktuelle israelische Regierung. Sie sind auch häufig eher nationalistisch, säkular. Aber sie üben eben vor allem eine interne Kritik an dem Vorgehen des israelischen Staates gegenüber den Palästinensern und machen sich seine Maßstäbe von Kriegsführung, vor allem von Kriegsziel, sagen wir es mal so, von den Merkmalen des nationalistischen Erfolgs des israelischen Staates zu eigen. Und deswegen können die da auch nicht ausbrechen, das sehen wir auch nicht.
Die wollen gar nicht daraus ausbrechen. Die sagen eben, eigentlich hätte das Ziel israelischer Kriegsführung jetzt sein müssen, neben eben der Beseitigung von der Hamas als Sicherheitsrisiko, die Rückführung der israelischen Geiseln. Und daran scheitern sie gerade offensichtlich, weil sich ja diese Proteste jetzt nochmal so stark verstärkt haben, anhand von eben der Bergung der toten Geiseln. Ja, mhm. Und das ist ja auch im Kern dann sehr stark motiviert durch halt die Proteste der Angehörigen, die ja kontinuierlich sind und die durchgehend auf der Straße sind. Interessant fand ich dann noch, dass dieser Generalstreik tatsächlich unterbunden wurde. Also erstmal hier auch nochmal steht es auch nochmal größte Massenproteste gegen die Regierung seit Beginn des Gazakriegs. Und dann wurde das tatsächlich, also der Generalstreik konnte nur begonnen werden, er wurde nicht komplett durchgeführt und er wurde halt von einem Arbeitsgericht untersagt. Und das interessanterweise auch mit, oder primär mit halt der Begründung, das, was wir auch hier in Deutschland kennen, dass es sich um einen politischen Streik handelt. Ich meine, was er ja auch im Endeffekt ist, aber ich glaube, dass genau, also ne, der Streik hat sich ja ganz klar dann halt primär dieses Abkommen mit der Hamas zu schließen, halt gerichtet, das war ja das primäre Ziel und dementsprechend hat er das Gericht gesagt, nee, ihr könnt halt nur, wenn ihr mehr Lohn haben wollt. Und das ist ja diese ganze absurde Diskussion und Rechtslage, die wir auch in Deutschland haben. Hm. Ne? Und das ist ja eine klar, schreibst du richtigerweise, Nightmare, dass jeder Streik irgendwie politisch ist, aber die meinen halt eben das nicht. Die meinen halt wirklich Streiks, sowohl jetzt in Israel scheint das Arbeitsrecht sehr ähnlich zu sein. Streiks sind halt dazu da, um halt in dieser Auseinandersetzung mit dem sogenannten Arbeitgeber, also den Bossen halt, dass die Arbeiter halt eben eine Verhandlung, auf diese Weise diese Verhandlungen in Tarifkonflikten und so weiter halt, dass es halt das Mittel ist. Aber eben nicht, um darüber hinausgehend irgendwelche gesellschaftlichen Fragen zu verhandeln. Und da schauen die Gerichte halt sehr genau drauf. Und in dem Fall dann in Israel wurde das auch entsprechend unterbunden. Und das ist halt wirklich echt eine fürchterliche Situation einfach, weil das halt so eine unfassbare Macht ist, die dann halt die Institutionen dieses und auch in Israel des bürgerlichen Staates haben, um halt Massenproteste einfach zu unterdrücken, ja. Ganz klar. Ja, und ich glaube, das ist ja auch der Hintergrund von solchen Dingen, weil wir sagen es ja immer wieder, aber der Streik ist halt das Mittel, was wirklich besonders wehtut. Genau. Ja. Noch deutlich mehr als irgendwas, was man dann immer als Ausschreitung, irgendwelche besonders militanten Proteste, die dann vielleicht lokal tatsächlich zu einem Sicherheitsproblem werden. Da ist der Streik noch viel, viel schmerzhafter, wenn die Produktion niedergelegt wird. Deswegen ist es natürlich im Interesse des Staates, den Streik dann so stark, wie du es auch gesagt hast, in eben ja, einen Tarifkonflikt genau. einzuhegen und diese politische Schlagkraft wegzunehmen. Weil das sind ja, nochmal um diesen Unterschied aufzumachen, das wären dann eben so Sachen wie Hafenarbeiter streiken beispielsweise, dass ein Schiff von einem Staat, was gerade irgendwo einen Genozid begeht, bei denen im Hafen einfahren darf. So, es wird dann eben nicht behandelt oder abgeladen. Das wäre so ein Beispiel für einen politischen Streik. Und ich glaube auch, dass es dann, kommen wir auch wieder so zu dem ersten Punkt zurück, diese Unterbindung jetzt durch das Gericht, wenn man jetzt dagegen dann wirklich vorgehen wird und offen so auch diesen Bruch wagen wird als Arbeiterorganisation, sagen wird, wir machen trotzdem weiter. Da muss man ja einmal mit einer besonders verstärkten Repression rechnen, weil in so einer aufgeheizten Lage erlauben sich ja dann auch Gerichte, erlauben sich auch staatliche Stellen dann Notstandsregeln einzusetzen oder auch einfach übers Gesetz, übers Recht hinweg zu regieren. Ja, klar, ist halt im Krieg das Land. Genau. Ne? Also, da kannst du halt alles im Prinzip machen, wenn dagegen die Menschen wirklich auf die Straße gehen würden, genau, Vaterlandsverräter, dann gibt es halt richtig Butter bei die Fische.
Ja, gleichzeitig ist es ja dann auch natürlich legitimiert durch die Bevölkerung, weil die Sache ist, dies wird ja dann auch immer wieder angeführt, wenn wir jetzt wirklich zu so einem, das wird ja eigentlich einen halben offenen Aufstand im eigenen Land dann bedeuten, dann schafft ihr damit ein riesiges Sicherheitsrisiko. Ja, und eigentlich wollt ihr doch auch, weil das ist ja wieder die Sache, was wir bei den Protesten besprochen haben, die übernehmen natürlich trotzdem die sicherheitspolitischen Ziele Israels als ihre eigenen und das sagen die ja auch offen so. Und irgendwo ist ja auch tatsächlich dann was dran, dass es recht wahrscheinlich ist, dass Hezbollah, Iran, zum gewissen geringeren Teil, auch wenn die jetzt nicht so eine große Rolle spielen, die Houthis, dass das alles Kräfte sind, die natürlich solche Probleme dann auch für sich nutzen würden. Zu einem gewissen Teil ist das ja auch das, das muss man da im Hinterkopf behalten, was ja auch am 7. Oktober passiert ist. Das ist einfach eine sicherheitspolitische Schwächung Israels durch die anhaltenden Proteste gab. Mhm. Also war ja tatsächlich auch so, dass durch, ich glaube, das war dann auch durch die großen Armee- und Reservistenproteste, dass dann auch manche Sicherheitsposten nicht so stark besetzt waren, ja, wie sie es eigentlich sein sollten. Und das war ja was, was die Hamas dann eben genutzt hat. Und das ist natürlich was, was sich so stark da auch eingebrannt hat, dass, glaube ich, auch diese Grenze zu überschreiten unfassbar schwierig ist. In einem Land, was aktuell so von Bunkermentalität geprägt ist und gleichzeitig diesen tatsächlichen Sicherheitsfragen dann auch ausgesetzt ist. Ja. Aber insofern halt wirklich eine ganz schwierige Situation, finde ich, auch gerade in der Beurteilung jetzt aus einer anarchistischen Perspektive, weil der Generalstreik, er wurde halt erfunden von der anarchistischen, der syndikalistischen Bewegung und war halt eben in dem Gedanken halt ein Mittel, wo die ArbeiterInnen damals gesagt haben, so wenn wir halt schaffen, einen langanhaltenden Generalstreik durchzuführen, dann ist das halt die Vorstufe zu einer sozialen Revolution, weil der Staat dann einfach nicht mehr handlungsfähig ist und nicht mehr, wenn alles halt wirklich lahmlegt, nicht mehr seine Macht ausüben kann und dann die Menschen eben sehen, dass sie halt ganz, ganz konkret spüren und merken, dass sie halt die Macht halt eben haben. Und jetzt ist das ja quasi ein Mittel, was halt in dem Fall eingesetzt wird, was auf der einen Seite natürlich verständlich ist, dass es halt diese Proteste und diese Forderungen halt gibt, damit die Geiseln halt frei zu bekommen und damit natürlich auch eine Kritik in gewisser Weise dann zumindest an dieser Härte des Krieges auch. Das kann man ja schon so sagen, dass es halt ohne Rücksicht auf Verluste halt auch einfach geführt wird und dass halt ja letztendlich die Zerstörung des Gazastreifens über dem Leben von den Geiseln halt dort steht. Aber auf der anderen Seite, da dieser sehr fade Beigeschmack dann mit drin ist, wo dann halt auch einfach grundsätzliche Inhalte und Ideologien mitgetragen werden, die sehr, sehr grundsätzlich im konträren Verhältnis zu unserer Position zu dieser Frage halt stehen. Und das ist halt eine ganz schwierige Situation. Eine Bewertung auch, finde ich. Ja, und ich glaube auch ehrlich gesagt, man sollte bei sowas, manchmal werden ja, weil man sich da nicht genau anschaut, was für Kräfte sind daran beteiligt, was sind jetzt die tatsächlichen Zielsetzungen dieser Proteste, was ist die Ideologie, die da drin vertreten wird, was ist das Verhältnis, was von den Protestierenden auch zu Palästina gesehen wird. Solange es nicht eine starke palästinensische Kraft gibt, die Interesse daran hat, mit den oppositionellen Teilen Israels in der Kommunikation zu stehen und gleichzeitig eben eine starke israelische Opposition, die auch sagt, wir wollen eigentlich ein komplettes Ende, zumindest erstmal der Besatzungspolitik von Gaza und vom Westjordanland, und wir sehen beispielsweise eine Perspektive darin, an den Grenzen zu vor 67 zurückzukehren und dass es eine Etablierung von einem palästinensischen Nationalstaat geben soll. Solange muss man auch keine Hoffnung haben, dass da tatsächlich jetzt irgendwie mehr als möglicherweise eben eine leichte Anpassung israelischer Kriegsführung passieren wird. Negativland, so eine Opposition gibt es schon, die ist halt nur sehr klein. Also die gibt es auf jeden Fall und das
würde dem auch nicht gerecht werden, dass es jetzt in Israel keine auch Linke geben würde, die auch unter diesen extrem schweren Zuständen, wo halt ihr Land eben sich in einem aktiven Krieg befindet, gegen diesen Krieg agitiert und auf die Straße geht. Okay, du meinst es ja nicht genau so, aber das finde ich trotzdem nochmal wichtig darzustellen. Wir haben ja auch eine sehr kleine anarchistische Bewegung in Israel, die da sich entsprechend klar positioniert und auf die Straßen geht. Ja, es sind halt ein paar Prozente definitiv der israelischen Bevölkerung, die wahlweise Parteien wählen, die das vertreten oder eben auch in radikaleren Gruppen aktiv sind. Natürlich muss man nochmal sagen, es gibt ja auch einen guten Prozentsatz, einen zweistelligen Prozentsatz von arabischstämmigen Israelis in Israel selber. Und die haben natürlich auch nochmal eine andere Meinung zu der ganzen Thematik, aber da geht es natürlich auch nochmal darum, dass es sehr wichtig ist, dass diese Position auch von dem jüdischen Bevölkerungsanteil getragen wird. Ja. Und da gibt es eben große Mängel, die mit dem Krieg jetzt natürlich nochmal verstärkt wurden. Ja, da haben wir drüber geredet, dass dort halt dieser 7. Oktober, der Befreiung von Palästina, wirklich einen Bärendienst erwiesen hat. Ja. Weil, ja, Befreiungsbewegung geht eben nur, indem halt auch die Menschen aus dem Land des, ja, der imperialen Macht an der Stelle halt auch sich mit der Befreiungsbewegung in dem vom Imperialismus betroffenen Gebiet halt auch irgendwie identifizieren können oder das irgendwie mittragen können und auch in ihrem eigenen Interesse sehen können. Und wie soll man halt mit diesen islamistischen Mördern halt sich irgendwie da identifizieren können. Okay. Wir gucken zu einem noch zum Abschluss von unserem internationalen Bereich zu einer etwas verrückten Nachricht, möchte ich doch behaupten. Und zwar feiert Venezuela im Oktober Weihnachten. Gucken wir mal rein, was da los ist. Jetzt blicken wir ins Ausland, nach Venezuela. Kreativ mit Krisen umgehen, das kann Präsident Nicolas Maduro gut. Während der Corona-Pandemie hat er einfach so Weihnachten vorverlegt. Jetzt, nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl im Juli, macht er es wieder. Und so hat er das neue Datum in seiner Fernsehshow angekündigt. Als Hommage an Sie und als Dank habe ich beschlossen, Weihnachten auf den 1. Oktober zu verlegen. Weihnachten beginnt am 1. Oktober für alle. Seit Wochen durchlebt das südamerikanische Land eine schwere Krise. Ja. Ja, das ist super. Hurra! Hurra! Ganz nach meinem Geschmack. Das ist Sozialismus, Weihnachten im Oktober. Also tatsächlich, als ich das heute das erste Mal gehört habe, kam mir direkt in den Sinn, aber dann habe ich doch einfach jetzt schon Weihnachten, dann habe ich doch Weihnachten nicht mehr im Dezember. Nee, du hast es also ja nicht zweimal. Ich habe nicht ein Weihnachten mehr, ich habe einfach nur, ja genau, ist nicht das erste Mal, es wurde ja auch schon gesagt, Weihnachten gab es schon mal im Oktober und zwar während der Corona-Pandemie. Also, was man dazu sagen muss, Maduro verbindet das tatsächlich dann auch mit so Sachen wie Abendspeisung und so in den besonders prekären Vierteln des Landes. Aber, ja, abgesehen davon weiß ich auch nicht. Also, ja. Ja, es zeigt halt einfach die Absurdität halt von so einem, von diesem System halt, ne? Und das ist wirklich gut. Also nach außen kommt das auch so bescheuert rüber. Ja. Irgendwie sind gerade harte Proteste. Es ist Weihnachten, weil ihr so hart gearbeitet habt. Also es ist wirklich so ein Zuckerbrot und Peitsche Populismus. Ja, genau, Negativland. Maduro macht es wie Aldi. Ja, stimmt. Eigentlich muss man sagen, ja gut, in Deutschland macht man es jedes Jahr. Vielleicht wäre das auch was, wie die Ampelregierung für die nächsten Bundestagswahlen punkten kann. Oder vielleicht ist das auch so gemeint, dass einfach Weihnachten jetzt schon startet. Also, ja, die feiern natürlich nicht. Dass sie dann bis zum 24. Dezember oder so dann halt durchgehend Weihnachten feiern.
Ja, also man das muss. Das wäre was anderes. Die ganzen Sozialisten in Lateinamerika, die sind ja auch stramme Katholiken, die werden jetzt nicht behaupten, dass, wenn Maduro das gesagt hat, auf einmal das Jesu-Kind im Oktober geboren wurde. Ja, also wenn es zwei Weihnachten wären, wäre ich schon eher dabei. So, das würde ich sagen. Zweimal Geschenke. Dann das würde aber der Figur nicht gut tun. Nee, das stimmt. Das, wenn ich ab Oktober Spekulatius in mich reinschaufe. Guten Gewürzspekulatius. Okay, so viel dazu. Ja. Das ist echt so bescheuert. So, das ist auch echt so Nachrichten, das könntest du dir nicht ausdenken. Ja, ja. Also wirklich, das könntest du dir nicht für irgendeine Geschichte ausdenken. Ja, und auch, dass er dann halt einfach so gefeiert wird und dann halt auch, es halt wirklich Leute gibt, die halt so unironisch sagen, geil, danke Maduro, du bist einfach ein Mann des Volkes, super. Na gut, gucken wir aufs Lokale und da sprechen wir zuerst über den Brand im Harz. Dort hat es einen Waldbrand gegeben, der ja immer noch, glaube ich, so noch nicht komplett bekämpft wurde, also wo der wohl einigermaßen schon im Griff mittlerweile ist, da komme ich gleich noch zu, aber wo auf jeden Fall es seit einigen Tagen echte Probleme gibt. Der Brocken im Harz heute Morgen, Bilder einer Feuerwand. Die Flammen breiten sich ungehindert aus. Auf einer Länge von mehr als einem Kilometer frisst sich ein Waldbrand durch das trockene Holz. Und noch immer sind Löschflugzeuge und Hubschrauber der Bundeswehr im Einsatz. Und damit hallo und recht herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja genau, wir haben halt selten ja im Überblick auch so Naturkatastrophen und solche Geschichten in der Art halt drin, einfach weil es halt immer auch nicht so einfach ist, dazu was zu sagen, weil in dem Fall gibt es tatsächlich möglicherweise eine Brandstiftung, was natürlich nochmal eine besondere Qualität ist dann, weil ja sowas kommt ja immer mal wieder vor, dass es halt aus welchen Gründen auch immer man sowas machen sollte, also es ist halt komplett verrückt. Ich meine, dass es halt sowas mal gibt, dass halt irgendwer dann halt an irgendeiner Stelle grillt oder so, wo das dann halt keine gute Idee ist im Sommer und es dann halt irgendwie Funkenflug gibt und dadurch halt irgendwie so ein abgefahrener Brand. Das kann man sich ja dann noch erklären, wie sowas halt passiert. Aber ja, mit so einer Waldbrandstiftung wäre schon mal interessant. Ich meine, es wird auch hier in dem Beitrag gesagt, dass es das an einer ähnlichen Stelle schon mal gegeben hat tatsächlich, vor 2 Jahren. Das ist hier nochmal ein kurzer aktueller Beitrag zu der Situation. Beziehungsweise, nee, ich glaube, es sind nur Bilder. Also das wird auf jeden Fall nochmal drin behandelt, dass es ziemlich gut aussieht, dass das jetzt bald unter Kontrolle sein wird. Ja, Liquid Lizard sagt, dass es an der Brockenbahn liegen wird, dass es da regelmäßig brennt. Das muss er vielleicht noch mal genauer schreiben, was du damit meinst. Das wäre ja recht interessant. Ja, und was du gesagt hast mit, dass das, also ich fand tatsächlich auch das häufig so unvorstellbar, dass irgendwie es so richtig tolle Hintergründe geben könnte, warum man Brandstiftung begeht, was ja immer wieder vorkommt. Und ne, dann ist ja kein Problem, Nightmare, wenn das schon so toll aussieht. Weg damit! Und tatsächlich muss man ja sagen, dass es schon einige Gründe dafür gibt, warum Leute auch aus so einem ökonomischen Hintergrund Brandstiftung begehen. Also, was natürlich immer wieder ein Faktor ist, ist einfach die Umwidmung von Land. Also da gibt es ja unterschiedliche rechtliche Regelungen, die so ein Schlupfloch dann hervorrufen können, dass beispielsweise man Waldbrand legt, um dann das Land später in Ackerfläche zu verwandeln, weil es vorher eben geschützt ist oder andersweitig verpachtet wurde und dann von dem späteren Pächter irgendwie nicht mehr genutzt werden kann. Dann kommt es wieder zum Verkauf und dann kann man da eben seine Projekte umsetzen. Mhm. Ich meine auch sogar, dass das
Das ist ein ähnlicher Grund, warum beispielsweise in Griechenland es immer wieder zu großen Waldbränden kommt mit Brandstiftung. Ich glaube, das hat auch da, stecke ich nicht ganz so tief drin, aber auch was teilweise mit eben Umwidmung von dem Land dann in Baugrund zu tun oder auch um Versicherungsfragen. Das müsste man sich nochmal genauer angucken. Das ist einfach nur was, was gerade mir dazu durch den Kopf schwirrte. In dem Fall jetzt wüsste ich jetzt nicht, was für einen rationellen ökonomischen Hintergrund es dafür geben könnte, warum man da Brandstiftung begeht. Aber man muss ja sagen, wir haben ja beim letzten Mal schon über das über den Harz gesprochen, und zwar über das Rainbow Gathering da. Und deswegen musste ich direkt dran denken. Ich habe bis jetzt noch nichts dazu gehört, aber da haben wir ja... Wie geht's den Hippies? Nein, tatsächlich, wir haben ja darüber gesprochen, dass den Hippies immer wieder vorgeworfen wird, dass sie so unachtsam mit der Brandgefahr umgehen. Und zwei Wochen später sprechen wir jetzt über einen Großbrand im Harz. Ich will den Hippies natürlich jetzt nichts unterstellen, ne? Aber das ist ja so wild einfach. Einfach nur, weil wir das jetzt wirklich beides hintereinander besprochen haben. Kleines Update dazu, was ich auf jeden Fall dazu gehört habe, ist, dass die lokalen Behörden mit dem Rainbow Gathering nicht sonderlich zufrieden waren, vor allem weil mehrere Tonnen Fäkalien hinterlassen wurden. Aber das ist eine andere Geschichte. Ist doch guter Dünger. Darüber sprechen wir nicht. Ja, tatsächlich ist der Nitratgehalt jetzt im Boden deutlich zu hoch und es führt auch zu einem Absterben der örtlichen Flora. Hervorragend, sehr gutes Update, danke dafür. Ja, bitteschön. Generell muss man einfach sagen, dass bei diesem Brand halt auch das Problem ist, dass er sehr, also man fragt sich auch vielleicht, wie kann das denn jetzt sein, dass das halt so lange Zeit auch dann brennt, ne? Und das lag halt auch einfach daran, dass es an vielen Stellen halt nicht möglich war mit Bodenfahrzeugen, also weil das Gelände sehr, sehr uneben ist und man da einfach nicht hinkommt mit halt Löschfahrzeugen, sondern halt viel dann einfach über Flugzeuge und Helikopter gemacht werden muss. Und ja, das ist halt natürlich dann nicht so einfach, wenn du nur den Flugweg halt hast. Ja, ich fand das auf jeden Fall auch ziemlich schlimm zu sehen, wie umfangreich die Brände da waren und dann eben mit unterschiedlichen Brandherden, weil es auch eine Region ist, die ich früher als Kind ein paar Mal besucht habe, weil ich auch Familie in Salzgitter habe. Und ich noch sehr schöne Erinnerungen habe, auch in der Zeit, in der noch Schnee gefallen ist und in der massig Schnee noch gefallen ist und man da immer schön zum Schlittenfahren hin konnte. Und im Endeffekt ist das ja auch wieder jetzt einfach nur so ein weiteres Indiz dafür, genau wie, dass man im Harz auch nicht mehr so gut Schlitten fahren kann, dass es einfach auch um das Klima in Deutschland immer schlimmer steht und auch jetzt Waldbrände sicherlich zunehmen werden. Ja, ich meine, da könnte man ja bei jedem Überblick auch von dem, was in Deutschland halt ökologisch passiert, jedes Mal halt irgendein Thema nehmen. Klar, das ist jetzt ein größeres Ereignis, wo es halt diesen größeren Brand gibt und natürlich dann auch, egal was jetzt die Ursache davon ist, sowas sich einfach schneller ausbreitet und bessere Bedingungen halt hat. Aber man könnte halt jedes Mal halt irgendwas zu dem Thema erzählen und das ist schon, weil das ja auch oftmals dann halt so gesagt wird, ja, das ist halt irgendwie ein Problem des globalen Südens und so weiter. Klar, sind da die Zustände nochmal erheblich schlimmer, aber wenn man sich hier halt anguckt, wie es halt der Natur halt geht, allein wenn man jetzt über Insektensterben und Vogelsterben und was weiß ich halt und auch dieses Waldsterben dann entsprechend halt redet, das ist halt abgefahren, was da schon passiert ist, was da schon längst vorbei ist. So. Also. Ja, wir haben ja kein richtiges Waldsterben in Deutschland, das muss man ja schon sagen. Also die Waldfläche nimmt, glaube ich, prozentual eigentlich immer zu. Ja, aber der Wald, ja, genau, aber das ist in einem sehr, sehr, sehr schlechten Zustand. Ja, es ist in einem sehr gefährdeten Zustand natürlich, weil wir eben diese großen Monokulturen in den Wäldern haben, eben kein sonderlich durchmischter Wald mit unterschiedlichen Baumarten in vielen Ecken und Enden und dann natürlich auch eine große Gefährdung einfach durch beispielsweise den Borkenkäfer. Der Borkenkäfer, genau, durch den Borkenkäfer, aber natürlich auch durch die Austrocknung der Böden, die sowas natürlich dann auch befördern. Ja, oder halt, ne, also zum Beispiel im Sauerland, was ich dann halt eben sehr präsent habe, wo es dann einfach einen sehr großen Sturm halt gab, der halt, ich weiß gar nicht, wann das war, ist jetzt schon ein paar Jahrzehnte her, aber das sieht man halt bis heute halt noch, die Spuren, wo halt einfach genau diese in dieser Verbindung von den Monokulturen, von halt den Böden, die halt dann schneller erodieren und so weiter, wo dann halt einfach das so weggefegt wurde und ganze kahle Bergketten halt waren. Also das ist halt richtig schlimm gewesen.
Und sowas wird halt einfach immer wahrscheinlicher und häufiger natürlich kommen. Jo. Dann würde ich sagen, gucken wir weiter und sprechen jetzt über die beiden lokalen Themen, die ja das Land wieder mal bewegt haben. Auf der einen Seite das, was in München passiert ist, der nächste islamistische Anschlag, und dann nochmal über die Wahlen in Ostdeutschland. Ich glaube, wir müssen uns da jetzt halt nichts zu angucken oder so, sondern können einfach so darüber reden. Das habt ihr ja wahrscheinlich auch mitbekommen. Ich hoffe mal, es wird nicht zur verdammten Normalität, dass wir jetzt halt alle zwei Wochen über irgendeinen scheiß Anschlag in Deutschland sprechen müssen. Das ist ja völlig verrückt mittlerweile. Ja, es ist halt wirklich abgefuckt. Also wir haben gerade so eine Kontinuität, und ich finde, ja, das ist ja vielleicht auch mal was, worüber man generell sprechen kann. Also es ist einmal so, wir haben jetzt eine richtige Häufung, vor allem seit Solingen, von eben Messerangriffen. Es ist wohl auch tatsächlich so, dass man statistisch jetzt schon feststellen kann, dass einfach jetzt seit Solingen viel passiert ist. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, weil Solingen halt einfach so ein wieder krasser islamistischer Anschlag gewesen ist, dass natürlich immer wieder jetzt durch die Medien, wenn dann etwas passiert, das aufgegriffen wird und man das dann direkt mit einem Anschlag in Verbindung bringt. Das wird von Welt und Bild sehr viel gemacht. Und da hat man natürlich auch dann immer direkt das Gefühl, dass das könnte jetzt wieder was sein. Das liegt einfach daran, weil das besser geklickt wird. Zum Beispiel jetzt in Darmstadt, da war es ja auch so, das hatte ich auch überlegt mit reinzunehmen für heute. Da war dann auch groß Überschrift islamistischer Anschlag, Fragezeichen. Und dann habe ich halt so ein bisschen recherchiert, was man da halt dann so findet. Und da war halt einfach nichts. Also es war halt einfach zwei, drei Medienberichte vor 6 Tagen oder so. Und danach halt gar nichts mehr. Das fand ich dann schon recht deutlichen Hinweis darauf, dass es halt alles ein bisschen fragwürdig ist, was da genau jetzt passiert ist und was nicht. Wäre jetzt beispielsweise ein Indiz dafür, was du gesagt hast. Ja, also es macht ja auch irgendwo Sinn, weil es einfach die Klicks einbringt und es auch so ein bisschen in dieses ganze politische Narrativ gerade einfach passt. Andersherum ist es auch sehr naheliegend, dass es jetzt gerade von wenig organisierten Islamisten es auch eine Ermutigung einfach gibt durch, sagen wir mal, so ein großes Echo, so eine große Reaktion auf den Anschlag von Solingen und natürlich auch, wie das in den Kreisen dann passiert, natürlich auch eine Glorifizierung davon, dass man sich dann selber ermutigt fühlt, auch einen Anschlag zu begehen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil bei dem Anschlag muss man ja jetzt mal explizit sagen, dass diese Person, die den ausgeführt hat, also ein absoluter Amateur war. Also das kann man wirklich so explizit sagen. Das wirkte halt sehr irgendwie spontan, unvorbereitet, was da passiert ist. Es gibt halt eben ein Video davon, wie der halt da rumläuft. Das ist auch ziemlich absurd, also weil der hat halt eine erste oder zweite Weltkriegswaffe, mit der er das halt gemacht hat, mit so einem Bajonett sogar noch vorne drauf. Ja. Und man sieht halt auch, dass er halt damit nicht umgehen kann auf den Bildern und dass er halt irgendwie so halt von dem Rückstoß von dieser Waffe halt so rumgeschleudert wird, also nicht richtig rumgeschleudert, aber schon so, ja, dann eben so, halt so hochzieht und zurückfällt und so. Und da habe ich mir auch so ein bisschen Videos von irgendwelchen Waffenspezialisten, die auch meinen, so, na, das wirkt halt so, als würde er das erste Mal damit rumlaufen, so in etwa. Und das war jetzt halt kein ausgebildeter Attentäter oder so. Und es ist ja jetzt auch tatsächlich nichts Gravierendes unterm Strich halt passiert, bis auf dass der Typ halt tot ist. Und vielleicht, wie Sadi das schon sagt und wie du es auch gesagt hast, so ein bisschen Trittbrettfahrermäßig, so jetzt will ich auch was starten, motiviert dadurch. Ja, das will, also das Bild habe ich auch ungefähr so davon gewonnen, wie du gesagt hast, der hat ja ein Repetiergewehr, hat ja dann auch die Schüsse eben auf das Generalkonsulat, beziehungsweise das ist ja, glaube ich, auch eine NS-Dokumentationsstelle gewesen, wo dann eben diese beiden Institutionen in einem Gebäude dann vereint sind, und dann hat er eben Schüsse darauf abgefeuert, hat dann noch versucht, dieses Sicherheitsglas mit einem Bajonett anzugreifen, und ich hatte tatsächlich auch stark das Gefühl, dass es nochmal deutlich amateurhafter. Als erstes kam bei mir so ein bisschen Halle mit in den Sinn, dass ich so dran denken musste, was ja auch dann zumindest in der Synagoge gescheitert ist, wo der Attentäter dann aber noch zwei Leute
auf, ja, bei der Weiterfahrt, glaube ich, in einem Dönerimbiss dann erschossen hat. Mhm. Aber hier muss man ja, wie du es gesagt hast, Gott sei Dank sagen, dass dann eben niemand gestorben ist. Das Ganze, weswegen man jetzt auch von einem islamistischen Anschlag ausgeht, liegt ja daran, das ist ein Österreicher gewesen, mhm, mit bosniakischen Wurzeln, der jetzt zwar nicht irgendwie in dem gleichen Maß wie beispielsweise die Leute rund um dieses geplante Taylor Swift-Attentat besonders stark als islamistisch radikalisiert aufgefallen ist, der aber trotzdem einmal ein islamistisches Videospiel auf seinem Computer hatte. Okay. Das ist einmal das, was ich dazu gehört habe. Und zweitens, dass es Indizien dafür gibt, dass er Loyalität zu der Nachfolgeorganisation der Al-Nusra-Front geschworen hat. Und das Ganze ist ja jetzt auch zum Jahrestag des Anschlags auf die israelische Mannschaft 72 passiert, im, ja, Olympia-Attentat. Den, vielleicht noch als Zusatz, ich glaube, der Typ war 18 oder so, also auch wieder sehr jung. Ja. So wie in Solingen auch. Und das finde ich auch sehr bedenklich, diese Entwicklung, dass es einfach so junge Männer sind, die ja, in dem Alter ums, ja, 18 halt herum dann halt diese individuellen Anschläge halt verüben. Das ist halt, ne, weil jetzt auch so viel über Sicherheit geredet wird, so was willst du halt machen? Also das ist halt, klar, es gibt bestimmte Fälle, ne, wo dann halt irgendwie, ja, der sollte halt abgeschoben werden, dies, das und so. Aber jetzt bei dem halt, jetzt als Beispiel, so, wenn der Typ jetzt halt nicht mega auffällig ist im Internet oder so, was ja jetzt halt auch nicht der Fall war, offensichtlich, sondern halt eher dadurch aufgefallen ist irgendwie, dass er jetzt halt dieses Spiel da halt hatte und so weiter und dann halt irgendwie an diese Waffe kommt, so, das kannst du ja einfach schwer verhindern auch. Das wirst du halt auch höchstwahrscheinlich nicht durch einen noch größeren Sicherheitsapparat und was weiß ich, was halt eine Diskussion ist, verhindern können. Naja, also was tatsächlich ist, ist, dass er auf dem Radar des österreichischen Geheimdienstes, ich weiß gar nicht, wie genau, okay, das jetzt aufgebaut ist, okay, Österreich, sage ich jetzt einfach mal, vom österreichischen Geheimdienst, Sicherheitsdienst, wie auch immer, mhm, war, was tatsächlich dann aber nicht mit Deutschland geteilt wurde. Okay. Und okay, die ÖIA, das wird es dann wahrscheinlich sein. Das ist tatsächlich so, das wurde dann eben nicht mit Deutschland geteilt, weswegen, okay, hoffe ich, dass ich nichts zu Schlimmes gesagt habe, weswegen gerade daran jetzt Kritik geübt wird. Also ich glaube schon, dass mit der Überwachung von islamistischen Strukturen das eigentlich zu einem guten Grad schon möglich ist, gerade diese Leute, die nicht gerade erst in das Land migriert sind, zu überwachen und da auch die Sachen zu verhindern. Das funktioniert, glaube ich, bedeutend besser als Leute, die eben vor kurzem dann als Asylbewerber in das Land gekommen sind und dann eben sich entscheiden, einen Anschlag zu verüben oder vorher eingeschleust wurden. Ich glaube, das ist tatsächlich, ja, bedeutend schwieriger zu verhindern. Außer also eben über natürlich restriktive Migrationspolitik, wie es dann von rechts gesagt wird. Also meine These war jetzt nicht zu sagen, okay, es bringt nichts, wenn jetzt halt Sicherheitsbehörden da intensiver auf explizit islamistische Strukturen wirklich drauf gucken und da halt auch vielleicht härter vorgehen oder so. Das würde ich nicht sagen oder auch früher vorgehen. Das kann durchaus halt Effekte haben und das muss man ja auch einfach jetzt mal unabhängig, also es ist halt einfach wichtig, dass halt dann, das kann man auch, denke ich mal, in einem anarchistischen Podcast sagen, dass es dann halt solche Anschläge auch dann teilweise, wie jetzt bei Taylor Swift und so, dann halt einfach verhindert werden von entsprechenden Behörden. Das ist ja essentiell und nur das Problem ist ja, wir haben eine eskalierende gesellschaftliche Diskussion und eine politische Diskussion über alles Mögliche, von halt dieser ganzen rassistischen Dynamik halt, die halt einfach nur darauf münzt, halt jetzt noch mehr abzuschieben und das halt restriktiver zu machen, als auch dann halt mit halt allen möglichen Verboten und Einschränkungen, die ja dann halt auch gesellschaftlich allgemein halt Wirkung entfalten. Das ist ja was anderes, ob ich jetzt halt gezielter Mittel darin investiere,
die entsprechenden islamistischen Strukturen zu durchleuchten, zu zerschlagen und meinetwegen auch irgendwie die Leute halt wegzubekommen oder einzusperren, was weiß ich, das ist ja was anderes. Nee, klar, da würden wir jetzt auch nicht auseinandergehen. Ja, Nightmare, du fragst dich, inwiefern so faschistische Lone Wolf-Attentäter genauso radikalisiert werden wie die Islamisten. Und ich finde, an dem Fall kann man, glaube ich, jetzt sehr gute Parallelen dazu ziehen. Das Ganze wird ja jetzt auch so ein bisschen in Verbindung gebracht mit diesem Internet-Dschihadismus. Und gewissermaßen ist jetzt auch der Täter in dem Fall recht gut vergleichbar mit so einem faschistischen Lone Wolf-Attentäter, weil auch er wurde jetzt in der Schule stark gemobbt, hat sich dann zurückgezogen, hat eben sich vor allem übers Internet radikalisiert, war zumindest, soweit ich das jetzt nachgelesen habe, auch nicht so ein klassischer Fall von, war lange jetzt in irgendeiner Hinterhofmoschee gewesen und hat da sich dann so ein richtiges Umfeld aufgebaut und einen stark islamistischen Lebenswandel vollzogen. Und ich denke, das ist was, was ganz gut eben vergleichbar ist mit dem, was man auch inzwischen bei vielen von diesen faschistischen Lone Wolf-Attentätern sieht, die jetzt nicht aus so einem klassischen beispielsweise Combat 18-Netzwerk oder Terrornetzwerk kommen. Mhm. Und das ist einfach eine Sache, das ist auch was mit der Stärke, die Islamisten im Internet haben, was einfach auch zunehmen wird. Ja. Weil im Endeffekt muss man ja auch sagen, von dem Identitätsangebot, was da an heimischen islamischen Jugendlichen gemacht wird, ist das Gleiche, was dann eben für die heimischen nationalistischen Jugendlichen dann nur von Faschisten gemacht werden. Aber das ist eben das, was ich auch meinte, mit dem es ist schwierig, dagegen vorzugehen, sicherheitspolitisch, dass, wenn halt jetzt jemand nicht sehr auffällig im Internet ist, klar, auch der war jetzt anscheinend auch, dann zumindest in Österreich auf dem Schirm, aber dann wirst du auch immer wieder so einzelne Leute haben, die da halt durchrutschen, wenn die halt einfach nur islamistischen Content im Internet konsumieren. Wogegen man dann ja vorgehen müsste, ist halt, dass es halt so ein breites Programm im Internet für Islamisten überhaupt gibt, ne? Als Beispiel nur. Ja, und das muss man ja auch sagen, die Maßnahmen, die jetzt gefordert werden, werden das auch nie in dem Maße, wie es zumindest propagiert wird, eindämmen können. Also das Ganze hat ja jetzt in Deutschland nicht so hohe Wellen geschlagen wie jetzt Solingen beispielsweise. Es reiht sich jetzt eher in dieses wahrgenommene Grundrauschen von einer verstärkten islamistischen Gefahr ein. Ja. In Österreich selber hatte das tatsächlich jetzt, wurde das stark aufgegriffen, zumindest so wie ich es mitbekommen habe, weil da sind ja auch Nationalratswahlen, ich meine am 28. oder 29. September. Mhm. Und da wurde das natürlich jetzt vor allem stark von der FPÖ aufgegriffen. Klar. Die dann jetzt ein Verbot des politischen Islams fordert. Was auch immer das dann bedeutet. Im Genauen bedeutet, das finde ich ja auch eine recht spannende Forderung. Und zum anderen wird da dann eben auch beschworen, dass es jetzt eben eine Wiedereinführung der Festung Österreich bräuchte und man dann eben die Außengrenzen selber kontrolliert. Ja, aber das ist wieder mal leider das. Oh, das war echt ein schönes Knacken. Wieder mal das alte Muster, ne? Was wir jetzt halt schon so oft hatten, wir haben jetzt halt dann wahrscheinlich dieser Anschlag wird wahrscheinlich in der FPÖ in Österreich einige Prozentpunkte einbringen bei dieser Wahl, die jetzt kommt. Und wir haben halt auch bei uns wieder dieses Muster, wir reden über den islamistischen Anschlag und als nächstes reden wir über einen Wahlerfolg von der AfD in Ostdeutschland in dem Fall. Und das habt ihr natürlich alle mitbekommen. Ja, ich glaube, das waren mit die am meisten betrachteten Wahlen so der letzten Jahre in Deutschland. Ja. Weil jetzt ist es ja passiert, was man schon eben lange beschworen hat. In Sachsen haben sie es nicht geschafft, aber in Thüringen schon. Die AfD ist bei einer Landtagswahl stärkste Partei geworden. Also man muss natürlich sagen, diese beiden Wahlen sind auf sehr vielen Ebenen unfassbar spannend und unfassbar bedeutend. Man sollte das jetzt nicht nur auf die AfD runterbrechen. Aber ich finde, man muss das, wie du es auch schon gesagt hast, wie wir es auch schon im letzten Stream
natürlich angesprochen haben und wie es ganz offensichtlich ist, man muss das auch einfach in der aktuellen politischen Situation sehen, weil Migration und damit verbunden eben die Angst vor Kriminalität und Islamismus ist einfach aktuell das bestimmende Thema, gesellschaftlich gesehen. Und das weiß man ja auch, dass auch so Lokalwahlen dann halt sehr, sehr stark mitbestimmt sind von der aktuellen Dynamik, die halt zu einem Thema halt auch in einem Land halt herrscht. So, wenn jetzt halt, wahrscheinlich ist der Einfluss vielleicht davon dann weniger groß in Sachsen und in Thüringen, aber wenn es jetzt halt irgendwie so eine richtig abgefahrene Umweltkatastrophe in Deutschland irgendwie gegeben hätte und jetzt die letzten Wochen wäre nur noch darüber geredet worden in den Nachrichten, dann hätten die Grünen vielleicht doch ihre 8% behalten oder so, die sie da halt stehen haben. Wobei ich glaube, dass es auch tatsächlich einfach so eine Dynamik halt dahin gab, so jetzt in Ostdeutschland, dass man halt generell so die Regierungslinie einfach abstrafen will und halt da ganz klar für viele Leute halt eben so eine Opposition halt aufbauen will. Das ist es. Und ich denke, da geht es halt, also speziell bei den beiden Wahlen ging es halt viel um einfach Bundespolitik und weniger um das, was da wirklich lokal passiert. Ja, das absolut. Das ist ja auch was immer wieder gesagt wurde, dass einfach diese großen Bundesthemen, die gar nicht auf einer landespolitischen Ebene sonderlich stark beeinflusst werden und auch dafür die Leute vor Ort jetzt nicht die größte Rolle spielen in dem, was die Politiker für sie ändern können, den größten Anteil hatten. Und sagen wir es mal so, mit den Grünen, was du gerade angesprochen hast, wir hatten ja, als Fridays for Future die öffentliche Diskussion bestimmt hat, da hatten wir ja gigantische Wahlerfolge der Grünen. Ja, richtig. Und wir sehen ja jetzt einfach nur wieder den Abfall, weil auch andere Themen gesellschaftlich bestimmter sind. Weil es gleichzeitig natürlich auch einen Bedeutungsverlust der linken Straßenmobilisierung gibt, aber vor allem eben auch, weil die Diskussion sich einfach gewandelt hat. Ja, und vielleicht einmal kurz noch als eine Einschätzung dazu, wie wichtig das Ganze ist. Sadi, das hast du ja auch schon reingeschrieben, dass ganz Thüringen so viele Einwohner wie Köln hat. Ist das tatsächlich? Könnt ihr ja nochmal gerade recherchieren. Das kommt mir irgendwie ein bisschen Spanisch vor. Aber was ja tatsächlich natürlich jetzt auf ganz Ostdeutschland gerechnet ist, ist, Ostdeutschland wird im Vergleich zu westdeutschen Bundesländern bei solchen Landtagswahlen natürlich besonders stark betrachtet, weil hier, sagen wir mal, die, wie man immer so schön sagt, die radikaleren Parteien einfach stärker gewählt werden. Und weil es deutlich interessantere Ergebnisse als in westdeutschen Bundesländern gibt. Aber Ostdeutschland macht ja noch nicht mal ein Viertel der deutschen Bevölkerung aus. Ich glaube, ganz Ostdeutschland zusammengenommen dürfte sich so auf irgendwas zwischen 15% und 20% der gesamtdeutschen Bevölkerung belaufen. Und deswegen ist es natürlich auch so, dass diese Stimmen jetzt für Bundestagswahlergebnisse gar nicht mal so relevant sind. Und deswegen kann man das natürlich so einordnen. Was aber der Fall ist, ist, dass die ostdeutschen Wahlen ganz häufig auch Trendsetter für die anderen Wahlen sind. Und dass es natürlich so ist, wenn die AfD eben solche Ergebnisse einfährt. Es gibt eine gewisse Gefahr, die haben wir auch in der Folge zur AfD besprochen, dass die AfD als primär ostdeutsches Phänomen von den Wessis wahrgenommen wird. Oder als ostdeutsche Volkspartei und man sich deswegen beispielsweise stärker dann in der CDU oder in der SPD hier vertreten fühlt. Oder wenn man dann doch noch mal was Alternativeres will, dann lieber vom BSW als von der AfD. Die Gefahr gibt's. Aber genauso gibt es natürlich hier dann auch eine Ermunterung von Leuten in Westdeutschland, die sagen, guck mal, da hat die AfD jetzt wirklich richtige Erfolge erzielt. Bei solchen Prozentpunkten, ja, vielleicht traue ich es mir dann doch hier auch jetzt mal zu, das einfach mal zu machen. Ich möchte noch einmal hier klarstellen, dass Sally wirklich Spanisch geredet hat. Und
Ja, ich hatte Köln irgendwie im Kopf, Hälfte also von Thüringen das ist so, ich wusste, Köln befindet sich irgendwo immer um leicht über 1 Million rum. Das ich war auch schockiert, wie wenig aber Leute in Thüringen wohnen. Ein bisschen mehr, ja. Aber wir gucken uns vielleicht jetzt nochmal beide Ergebnisse einmal nochmal genauer an. Also einmal hier das Ergebnis von Sachsen. Ja, da fand ich auf jeden Fall spannend, dass die CDU tatsächlich ihr ja weiterhin sehr gutes Ergebnis quasi behalten konnte. Das ist ja quasi keine Veränderung. Und auch, dass die Grünen es auch noch halt geschafft haben, mit 5,1% halt drin zu bleiben. Riesen Erfolg. Ja. Und aber auch dann hier die Linke. Das ist ja auch was wir in Thüringen nochmal deutlich extremer gesehen haben, dass einfach diese Wanderung von links zu BSW ist halt sehr, 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 sehr krass und war auch, denke ich, zu erwarten. Was ist FS? Die Freien Sachsen. Ah, Freien Sachsen, okay. Das ist auch, finde ich, eine ganz schöne Menge. Aber die Freien Sachsen sind ja wirklich einfach ein... Also bei denen kann man halt sehr deutlich sagen, dass es halt eine faschistische Partei ist, weil es halt eine Partei ist, die zwar sich nach außen probiert, ein etwas gemäßigteres Bild zu geben, als dass wir sind jetzt hier die neue NSDAP oder so, aber sie ist halt ein strategisches, Werkzeug von extrem Rechten und das ist ganz klar so zu benennen. Also es beispielsweise wurden Interviews an NS Heute gegeben. Ja, ja. Nationalsozialistisches Magazin. Es gibt viele selbstbekennende Nationalsozialisten in der Partei selber und die Ausrichtung ist klar eben, ich glaube, einmal Ziel Wiedereinrichtung einer, ich glaube, konstitutionellen Monarchie, einen Austritt Sachsens, falls nicht die Bundesrepublik massiv reformiert wird und gleichzeitig sonst klassische, faschistische Säuberungsfantasien. Also ich glaube, da kann man sehr klar von der faschistischen Kraft sprechen. Ich finde es relativ, es ist natürlich nicht viel, 2%, aber es ist eine relativ hohe Zahl dafür, dass es halt gleichzeitig diese extrem starke AfD gibt, die ja auch sehr rechts steht in den ostdeutschen Bundesländern. Und dann haben wir hier noch Tier hier. Aktion Partei für Tierschutz. Da kann ich nichts gegen sagen. Da kann ich nichts gegen sagen. Wahrscheinlich sind das auch halt irgendwie... Nein, das ist, glaube ich, einfach wieder eine Tierschutzpartei. Ja, aber bei dem weiß man halt nie. Bei so, Tierrechtlern gibt es auch immer so... Also in Deutschland gibt es, die ganzen Tierschutzparteien, die sind häufig sehr stark linksliberal. Es gibt noch die ÖDP, die so einen konservativen Einschlag hat, aber... Stimmt, Nightmare. Es gab auch tatsächlich gefälschte Wahlzettel wohl für die Freien Sachsen, die festgestellt wurden, so 200 oder so. Ah, dann hat es sich sehr richtig gelohnt, Wahlfälschung zu betreiben. Stimmt das, Bobo, dass sie tatsächlich recht sind, Tier hier? Was? Ja, dann... ach nein, das kann ich mir nicht vorstellen, Leute. Nicht noch hier gegen Tier hier hetzen nach dem Motto... Alles irgendwie, die Ossis wieder. Nicht mal als Tierschutz können sie links machen. SPD ist spannend auch, dass sie sich so gehalten hat. Ja, das ist tatsächlich, das wurde ja auch als ein leichter Erfolg gesehen. Mhm. Also man muss ja dazu sagen, weder SPD noch Grüne waren jetzt in Sachsen und Thüringen jemals richtig, richtig stark. Ich glaube, Brandenburg ist ja nochmal ein spannendes Land. Da werden wir ja jetzt am Ende... des Monats dann nochmal eine Landtagswahl haben. Da ist es natürlich interessant, darauf zu gucken, wer ist wirklich auch so ein Stammhaus der SPD in Ostdeutschland gewesen ist. Aber dafür haben sie sich hier relativ stabil gehalten von den Ampelparteien. Es ist auch, das kann man ja auch schon mal dazu sagen, mit den Landtagswahlergebnissen sind die schlechtesten Landtagswahlergebnisse aller Zeiten, glaube ich, von einer Regierungskoalition. Mhm. Ich weiß gar nicht, die FDP ist ja gar nicht hier mit ihrem Prozentverlust aufgelistet, aber ich weiß gar nicht, ob die es überhaupt in Sachsen vor geschafft hatten. Also anscheinend ist hier über FDP, finde ich sympathisch. Also in einem von den beiden Bundesländern
wie gesagt, das ist ja auch einfach irrelevant inzwischen da, die Partei, deswegen kann man das auch mal vergessen. In einem von den beiden weiß ich, dass sie sich irgendwie so um 1,3% oder so bewegt haben. Interessant ist, Sachsen, die Linke ist ja unter die 5% gekommen, zieht aber trotzdem in den Landtag ein, okay, weil sie 2 Direktmandate geholt haben. Mhm. Beide in Leipzig. Mhm. Eins eben das über linke die, Bollwerk ja, tatsächlich. Gegen den Faschismus. Eins, glaube ich, mal wieder über die Nagel heißt sie. Mhm. Ne, die, wie heißt sie nochmal? Jule Nagel. Mhm. Dieses Leipziger linken Urgestein. Ja, genau, Jule. Und das andere über den Nguyen. Mhm, genau, das habe ich auch. Und das fand ich nochmal recht interessant. Da hatte ich zumindest mich ein bisschen mit beschäftigt. Der hat ja versucht, so einen extrem lokalen Wahlkampf bei sich. Der hat ja so einen, glaube ich, neu geschaffenen Wahlkreis bekommen. Diesen, ich meine, Leipzig-Mitte war das. Und der hat jetzt richtig versucht, dieses neue Konzept von der Linken umzusetzen, dass man sich stärker am Erfolg der KPÖ in Österreich organisiert und so ein bisschen dieses versucht jetzt die Linke neu als die lokale Kümmererpartei aufzuziehen. Ich glaube, der gibt jetzt auch einen Teil von seinem Gehalt, also in seinem, was er da bekommt, als Abgeordneter ab und so. Das ist noch spannend, das habe ich gar nicht mitbekommen. Wille hat er gesagt, also pass mich. Ja, nein, ja wahrscheinlich machen wir immer mal so einen Erfolg reinholt. Und das andere ist ja, der hat ja auch wirklich bei, ich glaube, einer guten fünfstelligen Zahl von Wählern Hausbesuche gemacht. Mhm. Dass er einfach mit denen ins Gespräch gegangen ist und wirklich so einen Klingelmarathon da bei sich in Leipzig gemacht hat. Und das ist recht interessant. Der hat auf jeden Fall damit jetzt, ist auch ein recht junger Kandidat, ich glaube Ende 20, Anfang 30 irgendwie so rum und hat damit jetzt echt einen richtig großen Erfolg erzielt. Und deswegen finde ich, kann man das natürlich nochmal auch dann würdigen und gespannt dann mal gucken, wie gut das jetzt für die Linke auf einer größeren Ebene funktionieren wird, sich zu versuchen, an der KPÖ zu organisieren. Die Grünen haben gegen ihn gehetzt. Schreibt mal rein, Negativland, was da passiert ist. Ja, wir gucken dann auch nochmal kurz nach Thüringen, wie da die Ergebnisse sind. Da haben wir dann halt ein erheblich besseres Ergebnis nochmal von der AfD. Und also das ist halt einfach so absurd. -18% für die Linke. Das ist halt so krass einfach. Ich weiß nicht, ob das jemals bei irgendwas gesehen, also bei irgendeiner Wahl, zu, egal ob es jetzt Bundes- oder Lokalebene gesehen habe, dass irgendwas, also fast eine 2 vorne stehen hat bei Plus oder Minus. Mhm. Aber sie haben auf jeden Fall, das sind deutlich über der 5%. Ja. Genau, haben sie noch ihre 13% behalten. Und auch hier hat hier auch 1% errungen. Genau. Ja, also ich finde, Thüringen ist auch nochmal besonders krass, einfach wegen Höcke. Das muss man einfach so sagen. Das ist auch einfach, wir haben ja häufig auch über eine Einordnung von der AfD gesprochen. Ich finde auch generell, dass wir jetzt nochmal darüber sprechen können, was das jetzt im Kontext mit der AfD bedeutet, weil da gibt es ja jetzt die breiteste gesellschaftliche Diskussion halt drum und dann auch immer dieses, ja, sind jetzt alle, die jetzt die AfD wählen, machen die das halt, weil sie halt eine stramm rechtsextreme Partei halt irgendwie haben wollen oder nicht, und da gibt es dann ja auch irgendwelche Studien zu, das sind ja auch alle bürgerlichen Parteien sitzen ja jetzt auch immer drin und sagen, nee, also die Leute, die jetzt die AfD wählen, die wollen halt eine rechtsextreme Partei, das ist eine faschistische Partei, das ist belegt durch den Verfassungsschutz und das ist auch so durch irgendwelche Studien halt gedeckelt, dass das halt gesagt wurde, nee, das ist der primäre Grund, weil ich bin halt, also wegen, mir ist das egal, dass das halt, ich weiß, dass das die Rechtsextremen sind und ich bin auch dafür. Und ich finde schon, dass das halt im Kontext von mit Höcke, da ist das halt auch, deswegen finde ich halt das Ergebnis in Thüringen auch nochmal ein bisschen schockierender, weil Höcke ist halt ein Faschist, wir haben das auch halt ja in unserem Podcast selbst nochmal nachgewiesen sozusagen und besprochen, aber weiterhin würde ich halt sagen, ich finde diese, also auch zu sagen, dass das halt das Einzige ist, warum jetzt halt die Leute die AfD wählen und dass jetzt halt auch nach wie vor auch in Ostdeutschland jetzt alle AfD-Wähler überzeugte
Rassisten und Faschisten sind, halte ich halt für einfach Unfug weiterhin. Und es gibt halt einfach mannigfältige Gründe, warum das halt passiert. Aber trotzdem ist es natürlich ein sehr relevanter Teil der Realität. Ne? Aber klar spielt auch einfach eine große Rolle, dass diese ganze Situation von, dass die AfD und jetzt halt das BSW auch, was man ja auch in den klar guten Ergebnissen sieht, halt als einzige Opposition, als relevante gegenüber allen anderen Parteien wahrgenommen werden. Dann halt generell die Frustration in Ostdeutschland, die materiellen Verhältnisse, die nach wie vor, das wurde auch ein bisschen besprochen, so viel schlechter weiterhin und dramatischer sind wie in Westdeutschland. Und da gibt es also eine Menge Gründe. Ja, also das darauf runterzubrechen, ist einfach falsch und ist, denke ich, meiner Meinung nach auch mit dem, was man damit beabsichtigt, nämlich so eine Diffamierung der Leute einfach auch nicht sonderlich zielführend. Weil es die verstehen diese, das nicht, ne? Die machen das einfach immer weiter. Das ist so verrückt. Weil es einfach diese identitären Gräben vertieft und die Leute natürlich auch offensichtlich sagen so, ich will die AfD, aber ich bin kein überzeugter Nationalsozialist. Weil es stimmt natürlich, dass es ein wirklich gefestigtes, also dass es einen guten Teil der ostdeutschen Bevölkerung gibt, die ein gefestigtes rechtsradikales Weltbild haben. Absolut. Und das sind auch mehr Leute als in Westdeutschland. Aber es ist beispielsweise in Thüringen auch so, auch wenn es einen sehr harten Kern von AfD-Wählern auch um Höcke gibt, die ihn wirklich als den Messias vergöttern und da wirklich deutlich mehr Hoffnung reinbringen als der übliche parlamentarische Wähler, ist es tatsächlich so, dass Höcke unbeliebter ist als die AfD selber in Thüringen. Also es gibt viele Leute, die die AfD gewählt haben, aber eigentlich Höcke nicht wollen. Da gibt es auch Umfragen unter AfD-Wählern zu. Und es ist beispielsweise auch so, dass Höcke auch seine Direktwahl verkackt hat. Er hat ja recht taktisch eigentlich wohnt er ja sehr im Westen von Thüringen. Er hat aber taktisch einen Wahlkreis am anderen Ende im Osten von Thüringen gewählt, weil dort die AfD mit das beste Ergebnis in Thüringen bei der Europawahl erzielt hat und er eben sicher dann über die Direktwahl reinkommen wollte, weil es gab dann eben auch so Befürchtungen, dass wenn die AfD woanders eben die Direktwahl holt, dann ziehen ja die Kandidaten zuerst rein. Mhm. Und deswegen hat er eben sich den geholt und da dann eben von gegen den CDU-Typen, der damit geworben hat, wählt hier für den Typen, der auch von hier kommt, dann eben die Wahl verloren. Also es gibt auch diese Tendenzen dazu, dass es jetzt nicht so ist, dass all die Leute, die da wohnen, dann auch unbedingt die besonders rechtsradikale AfD wollen. Und die sind mit dem Rest eben auch schon recht zufrieden. So. Und man muss ja auch dazu sagen, wenn man jetzt sich zum Beispiel anguckt, die Linke hatte ja vor 5 Jahren halt noch 31%. Das ist halt ein abgefahren hohes Ergebnis, wenn man sich halt anguckt, wo die Linke steht. Und jetzt zum Beispiel diese 17%, also diese, da haben sicherlich auch teilweise Leute mit dann jetzt vielleicht AfD gewählt oder jetzt hauptsächlich wahrscheinlich BSW. Aber also das ist ja alleine, das ist ja schon ein sehr starkes Indiz dafür, dass es halt schon sehr viele Menschen gibt, die keine Faschisten sind in diesem Land. Ja, absolut. Also da kann man ja auch noch mal einmal ein, zwei Takte zum BSW verlieren. Es ist auch so, auch wenn das jetzt von vielen Linken, die sich dann noch mal besonders drüber aufgeregt haben, was für eine Schweinerei das alles mit der Gründung des BSW ist, was ja eigentlich damit angetreten sei, dass man der AfD Stimmen klauen wollte und so die Alternative zur AfD in einigen Fragen darstellen möchte, dass primär eben die linken Wähler rübergewandert sind. Das ist auch so, aber es gab tatsächlich auch einen Dämpfer für AfD-Ergebnisse. Es gab die Wählerwanderung rüber von der AfD zum BSW und es wird auch stark davon ausgegangen, dass wenn das BSW sich nicht gegründet hätte, die AfD noch größere Erfolge gehabt hätte. Ja. Und vielleicht eine Sache, die man noch dazu sagen könnte, also ich glaube, so Sachen wie, was für Koalitionen jetzt möglich sind, das können wir uns jetzt, denke ich, auch erstmal sparen. Ne? Das werden wir wahrscheinlich dann in Zukunft noch sehen. Aktuell wird ja viel über die Brombeer-Koalition geredet von CDU, BSW und Linke.
Und das wird sicherlich auch noch spannend. Man könnte jetzt auch noch viele Takte darüber verlieren mit der AfD und der gewonnenen Sperrminorität in Thüringen, die ihnen dann um einen Sitz in Sachsen geklaut wurden. Aber was, finde ich, nochmal besonders spannend ist, ist die Sache einfach, dass besonders die Jugendlichen wieder einmal stark AfD gewählt haben. Und das ist ja dann tatsächlich eine Realität, die wir wirklich, das ist eine Entwicklung der letzten 1-2 Jahre oder so. Oder vielleicht auch 3 Jahre, dass wir so einen starken Rückhalt der Jugendlichen auch immer mehr in einem Bundestrend halt zu einer Rechten halt haben. Und das, und also das haben wir ja auch beschrieben, dass es gab ja dann diese Angriffe auf den CSD und es gibt halt diese ganze Diskussion um diese TikTok-rechten Jugendlichen-Geschichten und was der Geier was. Und das sind wirklich bedenkliche Entwicklungen, weil unabhängig davon, wie die Zeiten standen, war es halt eigentlich immer so, dass halt die Jugend immer linker gestanden hat als so der Mainstream und die älteren Leute oftmals und lange Zeit. Und das sind jetzt so ist der Beginn davon, dass es anders werden könnte. Ja, ich würde das nicht komplett sagen, weil man muss natürlich die 90er gerade in Ostdeutschland mit reinnehmen, mit der großen Welle von... Ich meinte jetzt auch nicht so weit zurück, also ich meinte jetzt schon so in den letzten, so ab den 2000er Jahren, nur so hatte ich halt so gedanklich gedacht. Ja, okay, ja, da hast du absolut recht. Das ist vielleicht auch wirklich so ein Ding, was man dann eben sagen kann, dass es diese ganze Zeit keine richtig populäre rechte Jugendkultur mehr gab. Also nach dem Ende so der großen Skinhead-Welle war es ja auch tatsächlich so, dass viele in Ostdeutschland, aber auch die Skins, die es im Westen gab, da hat man sich einfach umorientiert. Da war das auch einfach nicht mehr so cool, wie es die Zeit über war. Und was wir jetzt eben, ich finde, das muss man vor allem auch im Kontext von Internetkultur und der Trump-Wahl sehen, dass es da einfach eine riesige Bewegung von ja eher nischiger rechter Meme- und Jugendkultur gab in den Mainstream. Und die Früchte sehen wir jetzt auch einfach. Das muss man natürlich auch sagen, das hat auch andere Faktoren. Das kann man nicht nur darüber erklären. Ich glaube, eine Sache, die beispielsweise stark unterschätzt wird, die ich auch noch dazu anführen würde, wäre einfach, dass man nicht im Kopf hatte, was für starke Auswirkungen Corona hatte. Ja. Die jetzt wählen, sind die, die ihre Jugend in den Lockdown-Jahren verbringen mussten. Und wer war die einzige Kraft, die sich eben wirklich kritisch zu den staatlichen Maßnahmen gestellt hat? Die auch die Demonstrationen in den ostdeutschen Städten gemacht haben. Teilweise das Einzige, was richtig ging, die irgendwelche Aktivitäten hatten. Das waren einfach die Rechten da vor Ort. Und die haben diese jugendliche Wut aufgegriffen. Und die haben es wirklich auch perfekt geschafft, da eben auch, könnte man fast sagen, sicherlich auch so ein Generationenkonflikt von hier die Altparteien, die einfach von den Leuten, die jetzt Angst haben, gewählt wurden, und ihr seid hier die aufbrausende Jugend, die für ihre Freiheit kämpft. Die haben denen ja auch eine richtig tolle Identität angeboten, neben dem, dass die gesagt haben, ey, ihr verdient es einfach, eure Jugend jetzt hier zu leben und nicht diese wirklich teilweise prekären Verhältnisse da erleben zu müssen, wo man ja wirklich recht viel Kritik dran üben kann. Daneben ist es natürlich auch so, dass Ostdeutschland nochmal einige Besonderheiten hat. Ne? Man hat einen starken Männerüberschuss in vielen Teilen Ostdeutschlands, weil gerade besonders viele junge Frauen abwandern. Da hat man sowieso auch eine stärkere Verbindung einfach von männlicher Wählerschaft und der Wahl der AfD. Genauso ist es aber auch, dass beispielsweise die gestiegene Kriminalitätsrate auch einfach von jungen Leuten stärker erlebt wird, weil gerade junge Männer eben die primären Opfer von Gewaltkriminalität sind und ist da natürlich dann auch ja die Auswirkungen stärker bemerkbar für die Leute sind. Jupp, Marek, eine der Sachen, die die Linke verkackt hat. Mal wieder. Ja, aber gut, liegt auch nicht nur an der Linken, es sind einfach. Und das ist halt eben das Ding, also was mich halt so aufregt, warum ich das nochmal wichtig finde, um das halt auch abzuschließen, dann das ganze Thema, wie unterkomplex einfach das so behandelt wird, ne? Und dann das einfach, also wie plump und dumm diese ganzen bürgerlichen Fratzen sich da halt von SPD und Co. da einfach einsetzen und sagen, ja, faschistische Partei, das sind alles Rechtsextreme, da kannst du dir Studien zu angucken, bums. Also wirklich, das sind doch halt gewachsene Probleme über Jahre, Jahrzehnte, die halt dann zu sowas führen. Das ist ja nicht so, als entsteht sowas über Nacht und bla bla bla. Also da muss man doch halt mal
das halt wirklich differenziert halt angehen und betrachten und halt die ganzen Aspekte, die damit reinführen, halt auch sehen. Aber sie machen es sich natürlich einfach, weil sie sich auch aus der Verantwortung damit rausreden. Ne? Sie können dann halt schön sagen, ja, eigentlich haben wir damit auch gar nichts zu tun. So, wir machen hier unsere tolle Ampelpolitik und ja, die Leute sind halt einfach Rechtsradikale, fertig. Ja. Dass das auch was mit deren Politik zu tun hat und dass deren Politik halt auch halt die Leute in die Arme der AfD treibt, das können die natürlich nicht ertragen, diese Realität. Aber das ist eben die Sache. Von denen erwarte ich das zu einem gewissen Grad. Richtig schlimm wird es, wenn Leute, die sich eigentlich linksradikal nennen oder sogar Teil unserer eigenen revolutionären Bewegung sind, sich genau diese Talking Points und Erklärungen dann zu eigen machen. Weil die Sache ist ja die... Ja, die haben halt auch die Propaganda gefressen. Genau. Offensichtlich. Und diese Parteien können sich ja zumindest noch darauf vertrauen, dass sie in einigen Bundesländern einfach ihre Stammwählerschaft behalten werden und darüber auch ihre Macht im Parlament erhalten. Die Sache ist aber, darauf können wir uns nicht verlassen. Wir müssen richtig da reingehen, wo es dann auch einfach wehtut. Und wir müssen auch genau diese, bei diesen ganzen Themen, die wir dann immer wieder rund um diese Sache Rechtsruck in Deutschland besprechen, um die diversen Probleme, auf die Linke keine Antwort findet, genau da muss man dann ja auch reingehen. Weil wir können uns nicht auf diese Machtbasis verlassen, sondern wir müssen uns diese Machtbasis überhaupt erstmal selber schaffen, damit wir auch in eine handlungsfähige Position gegenüber der AfD kommen. Top Schlussworte, würde ich sagen. Wir sind schon lange dabei. Und nach all den schlechten Nachrichten wollen wir noch mal ein bisschen was für die Seele tun. Noch mal so eine schöne kleine... Das war noch früher, aber so ein Betthupferl. Ja, man sagt. So ein bisschen... Guckt euch das mal an. Ah. Überraschung. Nicht nur uns Menschen hat die Hitze der vergangenen Wochen zu schaffen gemacht. Auch diese beiden Wildschweine brauchten wohl eine Abkühlung. Ein Mitarbeiter des Rheinstrandbads Rappenwörth in Karlsruhe fand sie im Wellenbad planschend vor. Die Tiere waren wohl schon zuvor über den angrenzenden Rheinarm geschwommen, um auf das Gelände zu gelangen. Irgendwie haben es die Schweine dann auch aus eigener Kraft wieder aus dem Becken geschafft und sind wieder verschwunden. Tierische Überraschung. Süß. Im Westen ist die Welt noch in Ordnung. Sorry. Habe ich jetzt keine starke Kritik dran. Rewilding. Ja. Oder so. Hast du uns denn noch wirklich schöne... Ich hatte tatsächlich jetzt die perfekte Überleitung zu. Was gibt es denn für positive Nachrichten aus unserer revolutionären Bewegung? Ja, saugeil ist hier auch das Stichwort, Marek. Mhm. Denn ich möchte mich heute einmal nur auf eine neue Gruppengründung konzentrieren. Und zwar Mida da aus der Schweiz, genauer aus Bern. Es gab nämlich in der Schweiz eine neue Gründung von einer plattformistischen, spezifistischen Organisation. Die ist auch schon seit 5 Jahren aktiv. Ich habe auch die Genossinnen, oder wir beide haben auch die Genossinnen halt auch schon selber kennengelernt und verfolgen auch den Aufbau schon seit längeren. Und ich war jetzt halt sehr gespannt darauf, wie es werden wird und jetzt auch auf die erste Zeit, weil die Gruppe hat sich jetzt halt eben offiziell gegründet. Davor hat sie halt sich auf unterschiedliche Weise halt aufgebaut in diesen 5 Jahren. Und es 5 Jahre, das ist ja auch ungefähr der Prozess, wo halt der Plattformismus sich in Deutschland so im Aufbau befindet. 2019 war ja so ein bisschen der Startpunkt von der Plattform und so weiter. Und die Mida da Leute, das ist halt also eine Organisation, die auch in diesem Zug entstanden ist, aber nochmal einen anderen Weg gewählt hat als die Plattform. Und ich möchte euch wirklich ans Herz legen, euch diese Organisation einmal anzugucken, weil das ist halt wirklich ein Ansatz. Wenn wir halt davon geredet haben, dann war das auch immer die Tendenz, wo wir halt gemeint haben, so ist halt letztendlich der Weg. Und das ist halt wirklich eine sehr spannende Organisation. Sie machen jetzt gerade ihre erste Veranstaltung mit hier einem Genossen aus, ich glaube, Argentinien, aber ich bin mir nicht ganz sicher. In Bern natürlich, also das ist dann für uns die meisten wahrscheinlich nicht so nah.
Und sie haben halt eben jetzt halt sich halt offiziell gegründet und veröffentlichen jetzt nach und nach ihr Grundsatzpapier. Da ist bisher nur die Einleitung da und die nächsten Tage wird halt nach und nach das Grundsatzpapier erscheinen. Und es gibt halt auch, ihr habt ja das auch mitbekommen in der Schweiz mit dem Aufbau der FAU und auch mit auch einer relativ starken, weiterhin starken Klimabewegung. Und das sind halt auch alles Sachen, wo die Genossinnen halt auch die Jahre über auch mitgekämpft haben und mit ihren Anteil halt geleistet haben. Und von daher, da kann man, denke ich, einiges erwarten. Also folgt auf jeden Fall den Genossinnen hier auf Instagram und auf Telegram, falls ihr das haben solltet, mal rein. Und da können wir, denke ich, gespannt sein und ja, vielleicht werden wir auch das ein oder andere dann mit den Genossinnen realisieren. Ja, ich meine, was kann schon schieflaufen, wenn man schon so ein cooles Logo hat? Ja, auf jeden Fall. Und was mega witzig ist, wenn man die Seite öffnet, der Vogel fliegt sogar rein. Wie geil ist das? Ist das nicht sogar so, dass der Name tatsächlich aus dem Rätoromanischen kommt? Ja, genau, das ist hier irgendwo auch in der Erklärung. Genau, rätoromanisch. Wandel heißt der Name und das finde ich auch einen wirklich von der, das hat mich auch sehr gefreut, einfach von der Symbolik und von der Ausstrahlung, was damit ausgedrückt wird, weil Wandel, das ist genau das, was wir halt in der Linken auch brauchen, was wir in der anarchistischen Bewegung brauchen und ich glaube, die Genossinnen haben einen relevanten Anteil daran, dass dieser Wandel kommen wird. Das ist doch schön gesagt. Kleiner Funfact vielleicht noch am Rande. Als Kind dachte ich immer, dass es nicht rätoromanisch, sondern räteromanisch heißt. Ich würde sagen, wäre vielleicht auch ein cooler Name für die Sprache. Ja. Ein schöner Hoffnungsschimmer, finde ich. Absolut. Und damit würde ich auch sagen, schließen wir dann den heutigen Überblick. Ja. Und wir sehen uns dann zumindest mit mir hier im Studio dann erstmal für die nächsten Wochen das letzte Mal am Mittwoch wieder. Genau, und dann auch mit einer neuen Übertagefolge nächste Woche natürlich. Und in dem Sinne würde ich sagen, schön, dass ihr dabei wart und ja, frohe Weihnachten, Benni, auch an dich. Ja. Für alle, die aktuell unter Maduro in Venezuela. Nö, ich würde sagen, wir schließen uns dem einfach an. Ach so, auch in Deutschland. Ja. Weihnachten. Wir können ja wie gesagt, wenn es zweimal Weihnachten gibt, bin ich auf jeden Fall dabei. Machen wir Mittwoch Bescherung, oder? Ja, dann ich pack hoffe, die hoffe ein schönes aus. Geschenk. In diesem Sinne, Glück auf. Glück auf.